Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück bei Blackwood Crossing. Ich glaube ja, das Spiel wird nicht mal allzu lange gehen und ich verstehe noch nicht alles. Weitem nicht. Okay, wir sind auf jeden Fall wieder im Zug. Ich weiß nicht, es ist bestimmt nicht die Realität, aber zumindest ein Anhaltspunkt, den ich bereits kenne, obwohl so viel zu dem Thema. Er ist... Scarlett, I can't see. Oh Mann. Aber ich kann das Rumpa nicht wegziehen. Don't worry, Finn. I'll get you out. I hate this stuff. Warte mal. There's too much, Finn. I'll come back. Don't worry. Okay, wir brauchen einen anderen Weg. Wahrscheinlich müssen wir eher ihn erhellen. Da ist auch ein Finn drin. The light, Scarlet. I can't reach. Oh Mann. I'm here. I can reach you. Was ist das? Eine Tasche. Wow. Okay, hier hätten wir zumindest Licht und Feuer. Kann ich das wieder aufnehmen, das Feuer? Können wir, aber ich rede jetzt mal mit den anderen. He had such spirit. I still have his last piece of homework in my desk. Couldn't bring myself to mark it. I used to stomp on his models. I don't even know why. Oh Mann, ich frage mich ja, was meine Geschichte darin ist, warum ich jetzt in dieser Welt bin. Ganz seltsam. I gave him my father's penknife. He was such a sweet boy. He used to press flowers and hide them for me. Oh Mann, okay. Dann wollen wir mal. Ich schau ganz kurz mit dem Feuer dort hinten hin, ob da noch jemand steht, in der Dunkelheit. Nee, und da ist die Barriere, okay. Okay, Finn, ich komme. Und ich habe Feuer dabei. Da ist auch ein Finn. Der Finn ist jetzt weg, okay. Alle auf. Kann ich die Fackel hier eigentlich? Ah, okay, ich glaube, ich muss hier Feuer machen. Das sind die gepressten Blumen. Kann ich die Omi geben? Warte mal, muss ich jetzt... I didn't know he used to press flowers. Okay, ich muss überall jetzt die Fackel anzünden, das habe ich übersehen. Ja, ja, ich bin gleich da, Finn. Gleich. Ich weiß, was ich zu tun habe. Schau mal. Hier. He might be gone. But his memory will always be here. Oh Mann. I will. I'll always be here, Grandma. Nächste Finn ist dran. Da ist die Fackel. Scarlet? Ja, ich komm gleich. Das ist das Taschenmesser für Opi. Eigentlich für Finn und nicht für Opi, weil er hat sie von Opi bekommen, aber... Oh Mann. Who will I pass things on to now? I'm sorry, Grandad. Das macht mich gerade irgendwie voll fertig, die ganze Szenerie hier. Okay. Help me. I'm trapped. Ich helf dir. Okay, das ist der Rowdy. Oder Rowdy. Ihr wisst schon, der ihn immer geschlagen hat. He loved his model cars. Und genervt hat. Scarlet?
aber eigentlich sein Freund sein wollte. Can I keep this? It's a good one. Kannst du. Okay. I never knew. I thought he hated me. Und einer müsste jetzt noch Where sein. Are you? Ich bin ja unterwegs, keine Panik. Kann ich das hier aufnehmen eigentlich? Nee. Das ist der letzte Test, den sie nie korrigieren wollte. It's not covered in doodles. Finn Blackwood, Homework Report. Nun gut, dann geben wir das mal der Lehrerin. Aber trotzdem, ich frage mich, was meine Rolle darin ist, weil wir jetzt im Prinzip in seinen Erinnerungen, oder eigentlich, es sind ja keine Erinnerungen, es ist seine Fantasiewelt. Oder könnte man fast schon sagen, eben sein, nicht Hölle, aber ihr wisst schon, was ich meine, auch nicht Himmel. Es ist irgendwie so eine Zwischenwelt. Sein Jenseits, seine, keine Ahnung. I think it's time to move on. Close the book. Ist das so einfach? Thank you, Mrs. Lyndhurst. Okay. Die Tür ist offen und da wieder, ist das wieder Umbra? Und wie? We're doing butterflies. Alles voll mit dem Zeug. I can't do them on my own. Cameron, warum sitzt du hier so allein? Cam? Scarlett? Is that you? Ja. It's me. I just want you to know I'm here. If you need me or want to hang out. Thank you. Or not. Or whatever. I mean, no pressure or anything. I understand. Everything seemed wrong after Finn. After Finn died, I guess I was waiting for it to feel right again. But it won't. I'd wait forever. We're all here for you. I know. I'll be back. I promise. There's something I have to do. Okay. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Okay, da sieht's nicht sonderlich einladend aus. Ich nehme mal das Feuer. Ich kann mir damit zumindest den Weg erhellen. Und wir sind wieder im Waldabteil. Ich bin gerade etwas schweigsam, weil erstens mal in meinem Kopf rattert es gerade ziemlich und zweitens, ja, es ist schon irgendwie traurig. Aber was müssen wir denn noch machen? Warte mal. Can't reach. Scarlett,
Hi. Darling, I'm here. Oh. Okay, danke, Papi. Up you go. I miss you, Dad. Go on, sweet pea. Mum's waiting. Sind die alle gestorben, oder? Wann? Es klang jetzt ein bisschen so, als wenn wir eigentlich die letzte Überlebende waren von allen, die wir jetzt hier gesehen haben, oder irgendwie so in die Richtung. Und jetzt sind wir aber mittlerweile auch tot. Ich hab jetzt echt... Ich bin gespannt, was da jetzt noch passiert. Und wieder das Baumhaus natürlich. Hey, Finn. Du hast ja gar nichts gezeichnet. Mom. Finns Sachen. Soll ich zuerst mit ihm oder mit ihr reden? Finn. Finn. Verdammt. It's going to be okay. Mom's here. I know. I think you need to go with them. I can't. I don't want you to, but I think you have to. Look at her face. Look at her face. Okay. What does he mean, look at her face? Mom? I can't remember what she looks like. Oh no, Finn. I didn't understand. Das habe ich vermutet, dass das der Grund ist. It's going to be okay. I can help. Das habe ich vermutet, dass sie deswegen auch die Masken tragen. Like in my dreams. Okay. Das heißt, unsere Eltern waren auch schon länger tot, wahrscheinlich vor ihm gestorben, also vor dem Tod von Finn. Moment. Okay. Dann wollen wir mal. Also sie hatte auf jeden Fall Ohren und Augen hatte sie, Finn. Und Augenbrauen. Sie hatte wunderschöne Augen. Und sie hat immer gelächelt. See, oder it's gonna be okay now. So etwas ähnliches. Und sie hatte schwarzes Haar. Kurzes Mom. Schwarzes Haar. Ich wollte nur kurz meine Schuhe anschauen. Komm, Finn, ich gebe deiner Mutter oder unserer Mom ein Gesicht. This had better work. Thank you, Scarlett. You're a fine girl, and we're very proud of you. Mom, don't leave me. We can't stay. You know that. I don't want to be alone. You won't be. Finn, it's time to go. I never meant to hurt you. I know. I'm sorry. No, I'm sorry. You don't have to be anymore. I love you. I love you too. Goodbye, Scarlett. There is a voice that's calling. Through
Okay. Das war's. Oh Mann. Ein bittersüßes Ende. Und der Song dazu. Okay, Freunde. Ich will irgendwie dem Lied jetzt gerade lauschen. Aber ich sollte vielleicht was sagen. Also, meine Interpretation des Ganzen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt viel Interpretationsspielraum überhaupt gibt oder ob das doch relativ eindeutig war. Für mich persönlich muss ich sagen, war es nicht eindeutig. Was ich glaube, was hier passiert ist, ist Folgendes. Finn und ich sind bei unseren Großeltern aufgewachsen, nachdem unsere Eltern verstorben sind. Den Grund, keine Ahnung. Vielleicht gab es irgendwo einen Hinweis, den ich irgendwie übersehen habe. Aber unsere Eltern sind sehr früh gestorben oder wir waren noch sehr klein, als sie gestorben sind. Wir sind bei unseren Großeltern aufgewachsen und dann ist Finn gestorben. Und zwar meine große Vermutung ist eben, das Feuer ist schuld. Und wir haben uns selbst wahrscheinlich auch Vorwürfe gemacht. Und zwar deswegen, weil wir viel zu wenig Zeit mit ihm verbracht haben und er wahrscheinlich in einem Moment gestorben ist, wo wir hätten bei ihm sein müssen oder können. Waren wir aber nicht. Er war wahrscheinlich alleine, vermutlich im Baumhaus, hat dort gespielt und hat dort dann, oder es ist ein Feuer ausgebrochen und er starb. Und wir haben uns Vorwürfe gemacht. Und alles, was wir jetzt hier gesehen haben, diese Zugreise, das mit der Insel, das Baumhaus, das war gar nicht in seinem Kopf, das war in unserem Kopf. Ich glaube, das war eher so eine Art von Verarbeitung des Ganzen. Dieses Loslassen, dieses Akzeptieren, dass der eigene kleine Bruder tot ist und nicht mehr zurückkommt. Und wir haben wahrscheinlich sehr viel von dem eingebaut, was er uns erzählt hat. Das mit der Insel und diese Basteleien und diese Erzählungen und Zeichnungen. Wir haben es eingebaut, aber es war nicht seine Fantasie, sondern unsere eigene, wo wir eben das versucht haben zu verarbeiten, was hier los war. Ein unfassbar schönes Spiel. Es hat mich auch von der Atmosphäre her extrem an zwei andere Spiele erinnert. Und zwar einerseits an Life is Strange, auch wenn es keine Entscheidung oder so gab, aber von der Atmosphäre her, dieses, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht erklären, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine, so Jugendliche und Teenie, eigentlich ist es jetzt kein Teenie-Problem in dem Sinn, wenn der kleine Bruder stirbt, aber diese Atmosphäre und überall diese Tamagotchis, also optisch und so weiter, hat es mich sehr an die 90er erinnert. Und an das zweite war, wie hieß das nochmal? Das mit dem Haus. Wisst ihr bestimmt, was ich meine? Verdammt! Gone Home heißt das Spiel. Ich habe es gerade nachsehen müssen. Auch da ist es ähnlich von der Atmosphäre her. Sehr deprimierend, sehr bedrückend. Immer wieder mit so kleinen Hoffnungsschimmern und Situationen, in denen man sich etwas lockerer fühlt und einfach so ein bisschen so eine Heiterkeit herrscht, die dann plötzlich einfach zerstört wird. Und das finde ich voll großartig in Spielen, dass die das schaffen. Dass es voll viele Mittel gibt, die auf das aufbauen. Nicht auf große Effekte und auf stundenlange, keine Ahnung, Rätsel suchen und so, sondern mehr wirklich auf Geschichten eingehen und auf Charaktermomente. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und falls ihr eine andere Interpretation des Ganzen habt oder eine Idee, zum Beispiel was mit den Eltern genau passiert ist, falls ich da was übersehen habe oder ihr das Spiel selbst gespielt habt und einen Hinweis entdeckt habt, den ich nicht gefunden habe, einfach rein in die Kommentare, ich freue mich immer über sowas. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem anderen Video von mir. Mein Name ist Taco, danke fürs Zusehen, macht's gut.